Menschen, die Hausgemachtes essen, auf Film statt digital fotografieren und die sich Klassiker aus der Videothek ausleihen, anstatt ganze Serienstaffeln übers Netz zu streamen. Was André Wilkens in seinem Berliner Kiez beobachtet, macht den Autoren nachdenklich und bringt ihn auf die Idee zu einem Buch. Analog ist das neue Bio. Und eine digitalkritische Szene nimmt diese These begeistert auf und macht sie zu ihrem Mantra. Wir alle sind zu viel online und verpassen deshalb unser Leben. Nicht digital kann auch heißen Lebensqualität, kann auch heißen Entschleunigung, kann auch heißen, wieder Sachen zu entdecken, die man mit anderen Menschen machen kann, ohne dass da eine Maschine dazwischen ist. Menschen wie Wilkens fürchten, die Kontrolle über die Technik zu verlieren. Sein Buch beschreibt eine online-kritische Szene, die versucht, mit dieser Angst umzugehen. Die in Offline-Hotels absteigt und an teuren Digital-Detox-Camps im Wald teilnimmt. Und die sich nur zu gern von Autoren wie Wilkens in Buchform vor der Versklavung durch die Technik warnen lässt. Vor einer Internetfixiertheit, die bereits krankhafte Züge angenommen hat. Die Leute sind immer vor irgend so einem Gerät, gehen im Prinzip mit gebückter Haltung durchs Leben. Und wenn man den Leuten oder uns so ein Ding wegnimmt und sagt, ihr könnt jetzt nicht, dann kriegt man fast Zustände. Man ist süchtig. Bis in die Internetbranche selbst hat sich inzwischen rumgesprochen, dass es Menschen gibt, die Hilfe vor zu viel Internet suchen. Zum Beispiel, weil sie sich dem Dauerfeuer aus Mails und Nachrichten auf das Smartphone nicht mehr gewachsen fühlen. Hier verspricht Offtime Linderung. Die App von Michael Detbarn verhindert, dass einen unerwünschte Nachrichten oder Anrufe erreichen. Zum Beispiel vom Chef nach Feierabend. Ich glaube, grundsätzlich haben alle das Gefühl, dass es überhand nimmt. Dass wir eigentlich kaum noch einen Ort haben, an dem wir nicht online sind. Und ich glaube, wir suchen alle nach so Rückzugsorten. Nach Momenten, in denen wir auch einfach Zeit und Raum für die Dinge haben, die wirklich wichtig für uns sind. Detbarn macht das Internet nicht leicht für Burnout und ADHS verantwortlich, wie Teile der Digital Detox-Bewegung. Ihm geht es darum, dass der Smartphone-User seine technischen Geräte nur dann benutzt, wenn er das auch wirklich möchte. Für den Philosophen Armen Avanesyan gehen solche individuellen Kontrollversuche aber am Kern des Problems vorbei. Denn wie Buchdruck und Schrift auch, hält er das Internet für eine unumkehrbare Errungenschaft. Dass sich unsere Welt durch das Netz beschleunigt, ist für ihn nichts, was sich mit ein paar Tagen im Wald oder einer App aufhalten lässt. Ich denke nicht, dass ein Bremsen möglich ist, sondern es geht eher darum, diese technologische Beschleunigung in eine gesellschaftliche zu übersetzen, in so etwas wie gesellschaftlichen Fortschritt. Und man kann vielleicht individuell sein Leben etwas bremsen, aber das wird nicht wirklich politische und allgemein gesellschaftliche positive Konsequenzen haben. Die entscheidende Frage ist eben nicht, ob man zu viel Zeit im Netz verbringt, sondern wer bestimmt, was man online macht. Man selbst? Der Chef? Deshalb fordert Avanesyan, die Nutzer müssen sich ihr Netz erobern. Wie die Internetaktivistin Chloe Siegen. Sie publiziert ihre Bücher online, hat einen YouTube-Kanal, arbeitet für ein Start-up. Gestresst fühlt sie sich dadurch nicht. Ich bin online und kenne es gar nicht mehr anders. Ich benutze mein Telefon, meinen Computer, unterhalte mich mit Freunden, lese Artikel und benutze Google. Vielleicht lassen sich nicht alle Probleme dadurch verändern, dass ich einfach meinen Lifestyle verändere und sage, ich bezahle jetzt ein bisschen Geld, lebe für ein paar Tage im Wald und fühle mich daher den anderen überlegen, die sich das nicht leisten können. Wer wie Siegen selbst bestimmen kann, was er aus den Möglichkeiten macht, die das Netz bietet, der braucht keinen Digital Detox. Aber dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, Hilfe vor dem Netz zu benötigen, zeigt, nicht jeder hat das Selbstvertrauen, diese Freiheit auch zu benutzen. An einem internetfreien Wochenende im Wald lässt sich dieses Selbstvertrauen aber sicher nicht erlernen.